regnet. Und wir hauen ab. Yes. So, ein letzter Blick auf die Titans. Ja, das ist gut. Ja. Wunderschöne Berge. Ja, alles hinter Wolken versteckt. Ja, aber gut, abgepasst. Gestern noch so ein tolles Wetter gehabt und heute wirklich kalt. 9 Grad. Wolken verhangen. Und wir rasen mal wieder mit 42, 44, 43. Wir können alle mal ein bisschen, sind alles unsere Follower wieder hinter uns. Ja. Wir sind gerade abgebogen und haben schon 4 Follower. Das war super. Ja. Genial. Ja. Ne, die hatten wir gestern den Elk fotografiert, glaube ich, am Ende. Ja. Und nö, bevor ihr irgendwas auf die Straße tritt. Also Elk ist Hirsch. Hirsch. Und ein Elch ist ein Moose. Genau. Wir haben gestern verzweifelt Familie Moose gesucht. Ja. Oder wenigstens Papa Moose, also der mit den großen Schaufeln. Der wäre uns ganz lieb gewesen, ne? Aber leider nicht gesehen. Nein. So ist es. Das ist kein Zoo. Hier oben auf dem Hügel stand gestern Elk, ja. Und hier hinter standen die. Kein Grizzly gesehen. Keinen Elch gesehen. Nee, aber überall, also mindestens 1000 von diesen Schildern, Warnschilder, ja. Überall Be Bear Aware. Also Bären alarmiert sein. Moose ist active on road. Ja, genau. Aber wer weiß, vielleicht steckt gleich noch einer da. Wer weiß, ich fahre ja langsam genug. Wie gesagt, ich fahre nicht so schnell, wie das hier das Maximum erlaubt, also 55, weil wir einfach viel zu lange Bremsweg haben. Deswegen sollen die hinter uns ruhig ein bisschen langsamer tun. Ja, wir kämpfen uns jetzt Richtung Jackson, Wyoming. Sauwetter und da ist es! Welcome to Utah! Ja! So, angekommen nach 200 und Meilen. Wahnsinn! Stehen wir jetzt zum allerersten Mal an einem Walmart. In der ganzen Zeit haben wir uns noch nicht an einen Walmart gestellt. Und der Wahnsinn, es ist eigentlich ist es nicht zu glauben. Wir sind vom Grand Teton heute losgefahren, sind, ich weiß nicht, 100 Meilen durch Jackson auf die Autobahn, auf die 15, sind da runter durch Idaho komplett, runter nach Utah und stehen hier und haben uns ein super Walmart Supercenter ausgesucht und stehen hier und der Einzige, der hier noch steht, ist Leo. Das Expeditionsfahrzeug aus Deutschland, Rohr von Roswitha und Klaus. So, fällt der Stadt so jetzt noch irgendwann ein? Das ist doch unglaublich, wie klein dieses Amerika ist. Und hier gibt es ja auch keinen anderen Walmart. Ich glaube, es gibt 10 andere hier in der Nähe. Wir stehen hier in Ogden, nördlich von Salt Lake City. Also das ganze Stück sind wir hier runtergebrettert heute. Und dann stehen die hier direkt. Und ist es kein anderer da. Weit und breit ist kein anderer da. Ein LKW steht da noch. Und der Platz ist eigentlich hier oben in der Ecke sehr, sehr leer. Und hier steht nicht ein anderes Wohnmobil. So. Noch irgendwelche Fragen? Nee, ne? Einfach nur staunen und verwundert sein. Jeha. Das ist doch mal ein Bildchen, ne? Hier, guckt euch das an. Leo da. Mit Missy und Jupp und Paco vor den Bergen, von den schneebedeckten Bergen von Utah. Wir sind auf dem Highway 6. Richtung Price. Richtung Price. Thank you.
Hier habe ich letztens so schön gelesen, wenn man in so einem Class A durch die Berge fährt, ist es, als ob man auf dem Rücken eines Dinosauriers reitet. Und so fühle ich mich gerade. Felsformation. Wir fahren wieder ins richtig schöne Wetter, in den Sommer. Wir fahren in den Sommer zurück. Ja, wir haben wieder Wüste, Hochwüste und irgendwie. Ja, wir sind Desert Rats. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ja, diese Weite, dieses... Ah, ja. I love it. Durch Nebraska gefahren. South Dakota war auch schön, aber die Prairie hat auch was. Alles hat was, aber das ist wirklich America, I love it. Frank Tieten, da fährt jeder hin. War nett, aber da kann man auch nach Österreich in den Alpen fahren. Ja, wir fahren jetzt auch nicht hin, America! Ja, wo wir jetzt hinfahren, da ist auch ein bisschen Volk, aber wir wollen ja auch. Der neue Stallplatz. Naja. Also, im Gegensatz zu den letzten beiden Plätzen, die wir hatten, ist dieser Platz hier allererste Sahne. Na, Hundis? Ist ja super. Und es ist warm. Also, der nächste Nachbar steht hier ein weiter. Da. So, da steht der nächste Nachbar. Ne? Hier haben wir uns so eine schöne, überall wo Feuerstellen sind, kann man hier stehen. Wieder eine BLM-Straße und hier sind Feuerstellen eigentlich überall. Hier hinter ist noch eine. So, und wir haben uns hier oben in die äußerste Ecke von diesem Platz gestellt. Also, wir stehen gerade, das ist wichtig. Wir haben Internetempfang, super wichtig, ne? Richtig guten Empfang. Und da wir heute Morgen so früh losgefahren sind, haben wir, weil jetzt kommen sie nämlich, ne? Jetzt ist hier noch richtig gut Verkehr. Jetzt wollen alle noch einen Platz haben. Freitagnachmittag? Ja. Hätte knapp werden können, wenn wir erst um 5 oder 6 hier gewesen wären. Genau. Und deswegen alles richtig gemacht. Heute Morgen früh los in Ogden bei Salt Lake City. Und jetzt sind wir hier bei Moab, Utah. Arches National Park, Canyonlands National Park. Das ist ein toller Platz und ja, schauen wir mal, was hier alles auf uns wartet. Also, gespannt bleiben.